Na, Freunde? Ihr habt die 10% Like-Rate dieses Mal leider nicht geschafft. Das ist schade wegen des Gutscheins, den ihr trotzdem bekommt, meine Güte. Auch wenn das gesetzte Ziel nicht erreicht wurde, bin ich euch dennoch super dankbar für die vielen Likes und den ganzen Support. Also gönnt euch einfach. Falls ihr mein Video vor 2 Wochen gesehen habt und nicht hobbymäßig auf Ramaidon angelehnt gegen Wände rennt, erinnert ihr euch noch an ZDFs jüngste Multiple. Diese Oppas sind in meinen Augen hochnotpeinlich gewesen, aber es kam natürlich, wie es einfach nur kommen musste. Just nachdem mein Video fertig war, überschlugen sich die Ereignisse gleich doppelt und zwar so deftig, dass ich ZDF echt nochmal ordentlich vor den Karren pissen muss. Das alte Video von mir ist quasi an Altersschwäche gestorben, so viel Neues gibt es. Mögest du in Frieden ruhen. Die ganzen Infos müssen einfach nochmal neu aufgearbeitet werden, weil sich so viel geändert hat. Es steht einfach kein Stein mehr auf dem anderen. Es drückt Knöpfe bei mir, dass hinter diesem ZDF-Team so eine finanzielle Kraft steckt, aber die dennoch ständig so scheitern in letzter Zeit. Das ist schade. Es wird an den falschen Stellen gespart und an noch falscheren zu viel ausgegeben. Damit euch das nicht passiert. Finanzguru, Freunde. Kein Shady. Jawohl, ja! Sondern ein super seriöser Assistent, um den Durchblick eurer Finanzen zu behalten oder in meinem Fall überhaupt mal zu erhalten. Finanzguru kennt ihr vielleicht vom Kanal Simplicissimus oder sonst wem oder ihr seid einer der 1,5 Millionen zufriedenen Nutzer. Mit Finanzguru kannst du all deine Konten, völlig lax welche, Giro, Depot, Kreditkarte und sogar Kryptobörse verbinden, musst du aber nicht. Damit werden dir alle Einnahmen und Ausgaben übersichtlich kategorisiert und aufbearbeitet. Du kannst sogar alle laufenden Verträge übersichtlich aufgelistet sehen und mit einem Klick aufs Display rechtssicher unnötige Verträge kündigen. Raus mit die Viecher! Bis jetzt ist es kostenlos, Finanzguru bietet aber auch noch eine Plus-Version an. Finanzguru Plus erarbeitet euch Vorschläge, wie ihr mit eurem Geld euren Ausgaben am besten haushalten könnt und kreiert eine Übersicht aus verschiedenen Kategorien wie Lebensmittel, Shopping, Tanken, Miete und so weiter. Damit wisst ihr, wofür wie viel Geld rausfliegt und was euer Budget diesen Monat noch zulässt, damit ihr nicht im Finanzozean absauft. I am under the water. Please help me. Kennt man, Mitte des Monats fragt man sich, wo Geld? Wo? Es gibt noch unzählige weitere Funktionen, die euch angeboten werden, aber das solltet ihr erstmal selbst erkunden. App downloaden, Konto verknüpfen oder nicht. Und wichtig, im Reiter mehr meinen Gutscheincode hier nochmal eingeblendet eintragen für 3 Monate Finanzguru Plus umsonst. Rückerobert eure Finanzen mit meinem Code und damit weiter. Die ursprüngliche Grundprämisse war eine 13-Fragen-Episode, in der darüber debattiert wurde, ob Männer denn jetzt moderner sein sollen und Gefühle zeigen dürfen oder weiter ganz traditionell den harten, tapferen Eisbrockenmann mimen sollten. So hart, dass man in den salzigen Spucknapf kommen würde. Kurzer Speedrun des Folgenablaufs zur Frage, ob Männer denn jetzt moderner sein dürfen. Ja, bitte. Das wäre Knorke. In Anbetracht aller Fakten, die ich evaluiert habe, bin ich zum Entschluss gekommen, ja, eigentlich ja, aber ich verkaufe ein Kontrabuch zum Thema. Also nein, der ist ja eigentlich bei richtig vielen Punkten sogar mitgegangen, war aber trotzdem dagegen, weil Interessenskonflikt. Deswegen ist es ja auch quatschig, sich da jemanden hinzustellen, der finanzielles Interesse daran hat, seine Position nicht zu verlassen. Wo sind? Wo? Er gibt keinen. Nein, weil... Oh, Andrew Tate, Uwu. Dieses Kerlchen hat Andrews Köcker inhaliert, als wäre Spiros ein Staubsauger und Tate Peter reicht. Dann gab es da auch noch Marie. Die war dagegen, weil... naja, eigentlich nur, weil sie ZDF erfolgreich gelingt hat, um Werbung für ihr Buch zu machen. Und zwar vor 500.000 Leuten. Ihr müsst euch mal überlegen, das öffentlich-rechtliche Unblase-Team hat sich einfach komplett vor den Karren spannen lassen, um eine Populistenkarriere zu kickstarten, die Shady ja nicht hätte sein können. Und das, obwohl man sich so ganz kurz gefragt hat, scheiße, wie bin ich jetzt per Zeitreise in die Sowjetunion gekommen? So viele rote Flaggen wieder waren. Ist denn das nicht aufgefallen, weil... Ja, das wüsste ich mal gerne. Das Statement, welches sie mittlerweile abgegeben haben, ist... Bursche, das ist mangelhaft. So würde ich es nennen. Dazu aber später mehr. Folgendes kam ja an Marie suspekt vor, was ohne Probleme vor der Folgenproduktion hätte überprüft werden können. Die Knossi-reizerregende Homepage, die nun wirklich zu 0% seriös wirkt. Ich glaube, jeder, der das Internet einmal eins kennt, hätte entweder gedacht, wenn ich hier auch nur einen falschen Klick setze, möchte mich auf einmal die 2 Kilometer entfernte Inge treffen. Und zwar häufiger. Oder man dachte sich, ja, ist halt eine Wegwerfpage, ne? Als nächstes, eine ungültige Umsatzsteuer-ID, die übrigens mittlerweile gefixt wurde. Hat ja auch nur Monate gedauert, aber dadurch, dass die vor, während und lange nach der Unbubble-Folge falsch war, erschließt sich mir, dass das Hintergrundcheck-Team von der ZDF-Sendung das wahrscheinlich nicht überprüft haben wird. Es war super auffällig. Warum nicht? Wir dürfen natürlich nicht die angegebene Telefonnummer vergessen, unter der man niemanden erreichen konnte.
Halt! Stopp, stopp, stopp! Es kam gerade just in diesem Moment eine Info rein. Eine interessante Info. Marie, warum ist die von dir im Impressum angegebene Nummer eine vom Dienstleister Satellite? Stimmt das? Ist das wirklich so? Das sind quasi virtuelle Nummern, die von einem Telefoninfrastruktursimulator erstellt werden. Das erklärt auch, wieso man da niemanden erreichen kann. Einfach App stumm schalten und man bekommt es erst gar nicht mit, wenn einer anrufen möchte. Ist ein bisschen komisch, weil Nummern im Impressum haben ja eigentlich einen Sinn. Es gibt einen Grund, warum die da drin sind. Dazu kommt noch der Verlauf ihrer Followerschaft. Es ist super eigenartig, wenn ein Kanal aus dem Nichts spawnt. Zack, ist da. Sofort 60.000 Follower hat, das erste Video auch genau 60.000 Aufrufe bekommt, aber dann nur 5 Kommentare hat und die Like-Zahlen deaktiviert sind. Die macht man in der Regel nur aus, wenn man etwas verbergen möchte. Zum Beispiel eine schlechte Like-Aufrufquote, die wir hier nicht haben. Wir haben hier stramme 10% ständig. So nämlich. Das muss nichts heißen, aber in Summe ist das fischiger als die Innenstadt von Bikini Bottom. Das muss man schon zugeben. Am offensichtlichsten noch, ihr Content. Ihr Content, der gelinde gesagt eher antipsychologisch ist, weil den Grundbasics widersprochen wird und simpelste psychologische Kausalitäten einfach nicht verstanden werden. Oder verstanden werden wollen. Vielleicht macht sie es ja einfach wie Alexander Raue. Der Dummkopf weiß nämlich ganz genau, dass aus seinem Mund nur Drecksgeschwätz kommt. Ist halt manchmal einfach lukrativer Abzugkauderwelschen. Im letzten Video habe ich einige Faktoren besprochen, die mich schon fast davon überzeugt haben, dass ZDF sich nicht nur lumpen lassen hat für Werbung, sondern Marie eventuell auch nicht mal eine Psychologin ist und ihr mutmaßlich berufliche Autorität zugeschrieben wurde, also ein Autoritätsargument, obwohl sie keine hat. Erstens, sie hat das BDP-Logo von ihrer Page in einer Nacht- und Nebelaktion verschwinden lassen, genauso wie den Eintrag, dass sie Psychologin ist. Zweitens, aus sämtlichen Bios auf Social Media und Vitas sonst wo ist der Eintrag, dass sie Psychologin ist, ebenfalls despawned. Blöpp, weg, wie dieser Würfel aus gefriergetrocknetem Hähnchen, wenn meine Katze den sieht. Verschwindet auch ins Vakuum. Drittens, im Forward-Verlag steht bei allen anderen 32 Autoren ihre berufliche sowie akademische Laufbahn bis ins Detail. Nur bei Marie, da war nichts von Psychologie zu lesen. Viertens, egal in welcher Datenbank ich gesucht habe, keine Marie Morgen. Fünftens, wie gesagt, die hat einfach keine Ahnung. Die kriegt nichts auf der Kette. Simpelste Zusammenhänge nicht. Wenn die wirklich studiert hat, hat sie den Master aber als 1 zu 10.000 Ultra Rare Drop aus dem Kaugummi-Automaten gedroppt. Sechstens. Habe ich vergessen? Aber da war noch irgendwas. Mein Guppi-Gehirn betreibt manchmal Arbeitsverweigerung, aber irgendwas war da noch. Da bin ich mir relativ sicher. Kurze Anmerkung. Die Influencer, Catsplay, Tilted Floste und Stay waren schneller mit der Aufarbeitung der gleich folgenden Informationen. Alle drei sind samt ihrer Videos in der Beschreibung verlinkt. Shoutout geht raus. Ist nun wirklich nichts Neues mehr, dass irgendwer schon wieder schneller war als ich. Ich wäre gerne einfach mal so schnell wie Alpha Kevin. Irgendwas passiert und 5 Minuten danach ist das 15-Minuten-Video von Alpha Kevin da. Wie funktioniert das? Naja, jedenfalls kommt im Fall Marie jetzt der Plot-Twist, mit dem wahrscheinlich keiner von uns gerechnet hat. Marie hat tatsächlich mal Psychologie studiert. Aber an der Stelle mag man sich jetzt fragen, warum versucht sie dann krampfhaft ihr Psychologiestudium nach Teilnahme an der Unbubble-Folge zu verschleiern? Das ist doch eigentlich was, womit man sich schmücken könnte. Ist doch eigentlich was, womit man sich schmücken könnte. Insbesondere, wenn man über solche Themen spricht, auch im Buch. Autoritätsargumente ziehen bei den Menschen. Unlogisch, mag man jetzt meinen. Die Erklärung, warum sie das getan hat, liefere ich euch jetzt selbstverständlich. Mir wäre das nämlich an ihrer Stelle auch echt unangenehm. Der Berufsverband Deutscher Psychologen, kurz BDP, hat ihr die Mitgliedschaft entzogen. Sie wurde rausgeschmissen, vom Psychologie-Server gekickt. Und Junge, Junge, die Stellungnahme von der BDP zu ihr, die ist würzig. Der BDP hat laut ihren Aussagen Marie Morgen mit Vorwürfen konfrontiert, die ja auch hier im YouTube-Kosmos umhergespukt sind. Ein Gespenst geht um in YouTube-Deutschland. Marie wurde mit ihren eigenen Aussagen konfrontiert und darum gebeten, doch mal wissenschaftliche Belege dafür vorzulegen. Oh nein! Wissenschaftliche Belege für ihr Blablabla-Phase. Marie hasst diesen Trick, Freunde. Sie hasst ihn. Sie hasst ihn wie mein Teufelsavatar das Weihwasser. Ich bin kein Rechtsradikal. Halten wir fest. Marie hat Behauptungen aufgestellt, die einem Beweis zugänglich sind. Kurz, Tatsachenbehauptung.
keine Meinungsäußerung. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. In Zivilprozessen gibt es diese Differenzierung zwischen Meinungsäußerung und unwahren Tatsachenbehauptungen auch. Man kann nun mal nicht alles als Meinung verkaufen, was auch wichtig ist. Die Meinungsfreiheit ist eines unserer höchsten Güter und muss genauso beschützt werden, wie sie Grenzen hat. Wenn nun mal alles darunter fallen würde, würde hier nach 3 Tagen Chaos und Verderben herrschen. Ihr wollt euch nicht Social Media ausmalen. Die einzigen, die sich wirklich darüber freuen würden, wenn ausnahmslos alles darunter fallen würden, wären Haferbeck und Nerling. Ihr kennt doch diese Nerling-Pfeife. Das ist der Kerl, der in Bibliotheken gegangen ist, sich Bücher über den Holo geschnappt hat und die in die Fantasy-Abteilung gestellt hat. Wie sagte er nochmal so schön? Ich bin rechtsradikal. Diese Behauptung hat nun mal wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun. Weitergehend wurde sie als Psychologin bei 13 Fragen vorgestellt und hatte sich selbst auch überall so gelabelt. Aufgrund all dem, was ich gerade geschildert habe, ist die Nachfrage völlig verständlich. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie das BDP-Logo auf ihrer Homepage eingebettet hatte und sie damit eine unmittelbare Assoziation zwischen ihm und dem Berufsverband kreiert hat. Auf die Aufforderung, ihre Aussagen, in Klammern Tatsachenbehauptung, bitte wissenschaftlich beim Verband zu belegen, kam die Antwort: Ja, das ist halt meine Meinungsfreiheit. Darauf berufe ich mich. Wie gerade schon besprochen, nein, keine Meinungsäußerung. Du kannst nicht im Edeka für 50 Euro einkaufen, einen 5-Euro-Schein auf den Tresen legen und dann das Argument bringen: Also, ich bin ja der Meinung, dass dieser 5-Euro-Schein eigentlich ein 50-Euro-Schein ist. Und deswegen reicht es. Jeder kann sich auf Meinungsfreiheit berufen. Natürlich ebenso Marie. Völlig klar. Aber da sie in einem der Wissenschaft entspringenden beruflichen Kontext diese Aussagen getroffen hat, die nicht darunter fallen, wäre es ebenso wichtig, bei wissenschaftlichen Fakten zu bleiben, was, Plot-Twist, sie nicht getan hat. Das weiß sie auch selbst, sonst hätte sie es ja wenigstens mal versucht, wissenschaftliche Evidenzen dafür einzubringen. Was stattdessen passiert ist, oh mon Dieu, weiße Flagge. Diese Antwort hat dem Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen nun mal so gar nicht geschmeckt. Marie, wärst du lieber mit einem Bären oder einer wissenschaftlichen Stellungnahme alleine im Wald? Frau Morgen hat den Schuss nicht so ganz gehört. Sie wollte dem BDP erzählen, dass sie ja gar nicht als Psychologin aufgetreten wäre. Du bist dir ganz sicher, dass du dich nirgendwo als Psychologin vorgestellt hast? Wirklich? Sag mal, wen willst du hier eigentlich verscheißern? Der BDP gab daraufhin ein Statement ab, dessen Inhalt besagt, dass sie und die Psychologenschaft für Wissenschaft und Faktenbasierung stehen. Im Gegensatz zu unserer lieben Dame von 13 Fragen. Diese Dame hat mal so die ganz anderen Werte im Internet präsentiert, die, naja, nicht so vereinbar damit sind. Da Marie stur und bockig blieb, hat der BDP beschlossen, ihr die Mitgliedschaft zu entziehen, um weiteren Schaden für die Berufsgruppe und den Verband zu begrenzen. Ihr müsst euch das mal ausmalen. Ein Berufsverband distanziert sich von einer Person aus der Sorge, dass diese dem gesamten Berufsstand schadet. Eieiei. Na, für 13 Fragen hat sie immerhin noch gereicht. Der BDP geht sogar so weit, dass sie Marie gerne die Berufsausübungsmöglichkeit entziehen wollen, ihnen aber aktuell die Hände gebunden sind. An der Stelle kann man da schon mal von einem Giga-Yikes sprechen, würde ich behaupten. Wir sind hier aber noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Im letzten Video über das ganze Debakel hatte ich angemerkt, dass mir Maries Spendenaktion sehr, sehr fishy vorgekommen ist. Zur Auffrischung: Das ganze Auftreten bei 13 Fragen war ja im Endeffekt eine Werbekampagne für ihr Buch. Marie gab dem People Magazine Clap Club ein Interview. In diesem hat sie verlautbart, jeglichen Profit, den ihr Buch abwirft, zu 100% zu spenden. Absoluter Ehre-Move. Mag man erstmal denken. Das Ganze sollte an den eingetragenen Verein Darren Dolphin gehen. Dieser setzt sich für Kinder und Familien ein und leistet Unterstützung mit kreativen Projekten. Was mir allerdings sauer aufgestoßen war: Die Gründerin des Vereins, jetzt GmbH, ist Victoria Cornelia Harms. Frau Cornelia Victoria Harms ist allerdings nicht nur die Gründerin von Darren Dolphin, sondern auch von Colibri Media Publishing. Ihr erinnert euch an Maries Impressum? Um es kurz zu machen: Marie spendet 100% ihrer Einnahmen an einen Verein, der ihrer Geschäftspartnerin gehört, versucht allerdings, das zu verschweigen. Siehe Interview. Das war der Stand. Jetzt kommen aber die neuen Infos. Der Verein Darren Dolphins ist dauerhaft geschlossen. Angela Merkel, mach Darren Dolphins auf. Darren Dolphins soll auf sein. Gehen wir jetzt mal auf die Seite und klicken den Reiter unsere Projekte an. Ups, ich hab was umgeschmissen. Wofür werden Maries angekündigte Spenden denn jetzt benutzt? Für das Projekt 404, sorry, page not found. Ja, das wollte ich auch schon immer mal unterstützen. Warum kündigt man an seine gesamten Einnahmen, alles was das Buch abwirft, zu 100% an einen permanent geschlossenen Verein, beziehungsweise jetzt GmbH, der Geschäftspartnerin zu spenden? Vielleicht auch Freundin, ich weiß es nicht. Hier riecht es so fishy wie in Rock Bottom.
Ich möchte mich hier jetzt natürlich nicht in Spekulationen begeben und schon gar keine Tatsachenbehauptung aufstellen, weil das Ganze eine gewisse juristische Fallhöhe haben könnte. Eigenartig ist es allerdings trotzdem allemal und an der Stelle möchte ich verlautbaren, dass ich jetzt erst recht jemanden aus dem Unbubble-Team gerne auf den Schreibtisch kacken würde. Natürlich nur metaphorisch gesprochen. Ey, ich bin wirklich irritiert. Ist es normal, dass sich ein riesiges öffentlich-rechtliches Team von einer Rechtspopulistin, die noch grün hinter den Ohren ist, so vorführen lässt? Marie ist ja erst seit wenigen Monaten überhaupt online aktiv. Vorher war ihre Präsenz in dichtem Nebel gehüllt. Ernst gemeinte Frage an ZDF. Seid ihr eigentlich dumm in der Rübe? Ihr habt euch ja nicht nur vollständig für privaten Benefit von den Karren spannen lassen und seid in seltsame Praktiken verwickelt worden. Ihr habt einem ganzen Berufsstand geschadet. Und zwar so, dass sich der Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen dazu gezwungen sah, ein schellenverteilendes Statement abzugeben. Schämt euch, ihr Totalversager. Was stimmt nicht mit euch? Waren euch die roten Flaggen einfach nur egal und wisst ihr nicht, mit eurer privilegierten Machtposition umzugehen, die ihr nun mal habt? Oder lag es vielleicht einfach an himmelschreiender Inkompetenz? Oder, was noch schlimmer wäre, habt ihr es für eine gute Idee gehalten, eine antiwissenschaftlich agierende Person als Wissenschaftlerin darzustellen, um ihrem Drecksgeschwätz damit Legitimität zu verleihen, wo eigentlich keine wäre? Aus welchen Gründen auch immer. Ragebait, Quote, Polarisierung. Es ist mir ein Rätsel wie dieser Jakob. So oder so, das ist einfach nur peinlich. Übrigens, die YouTuberin Catsplay hat ZDF drei simpel zu beantwortende Fragen, generelle und spezifische, zu der Unbubble-Folge gestellt. Ich trage die Fragen vor. Erstens, nach welchen Kriterien werden die Gäste ausgewählt? Das wüsste ich auch mal gerne. Zweitens, erfolgt bei den Gästen ein Background-Check? Auch das wüsste ich sehr gerne. Kann aber jetzt schon sagen, wenn da nicht die Antwort ja, dieses Mal aber nicht, sorry, wir haben auf den Teppich gepisst, kommt, ey, dann bin ich nicht zufrieden. Weil entweder ist erst gar kein gemacht worden, was dem ganzen Team halt eine dicke Clownsnase aufsetzen würde, oder es wurde einer gemacht, aber die Hintergrundüberprüfer sind halt himmelschreiend inkompetent und oder desinteressiert, dann könnte man diese Checks aber halt auch gleich lassen. Die dritte Frage ist eine halbe Bibel. In Kürze, habt ihr Maries akademischen Werdegang wirklich ordentlich gecheckt, weil es Hinweise darauf gibt, dass da etwas im Argen liegt? Nun präsentiere ich euch ZDFs Antwort auf alle drei Fragen. Danke für Ihr Interesse und Ihre Anfrage. Das Format 13 Fragen ermöglicht es, sich zu brisanten gesellschaftlichen Fragen eine differenzierte Meinung zu bilden. Ich sag mal, wer sich seine Meinung aus einer 13-Fragen-Folge bildet, okay, ich sag's lieber doch nicht, der ist scheißen dumm, komplett auf den Kopf gefallen. So, jetzt hab ich's doch gesagt. Weiter in der Antwort. Dafür werden gezielt sehr unterschiedliche Positionen präsentiert. Die Redaktion arbeitet nach den allgemein anerkannten journalistischen Grundsätzen und Standards. Die Formate entstehen stets auf Grundlage ausführlicher und fundierter Recherchen. Wollt ihr mich verarschen? Ihr steht brutal in der Kritik und bekommt aus allen Ecken Gardebreitseite. Und ihr antwortet mit einer wertlosen Copy-Paste-Antwort. Ich hoffe zumindest, dass das eine Copy-Paste-Antwort war, weil sonst wäre es ja noch peinlicher. Was soll der Scheiß? Ihr seid rundfunkfinanziert. Übernehmt doch mal ein bisschen Verantwortung. Komm schon. Wir beruhigen uns jetzt. Diese Antwort war eine Olaf-Antwort. Danke fürs Reinscholzen. Das hat jetzt niemandem was gebracht. Wäre ja auch zu viel verlangt, sich mal mit den Fragen ausführlicher auseinanderzusetzen. Warum auch? Was schadet es euch denn? Diese Antwort war eigentlich wirklich nur eine Eigenlobstirade zum unpassendsten Zeitpunkt überhaupt. Wir von 13 Fragen sind unfehlbar. Wir bieten Differenziertheit und arbeiten mit journalistischen Standards. Unsere Formate basieren auf ausführlichen und fundierten Recherchen. Ja nein, eben nicht. Das ist ja das Problem. Deswegen sind gerade so viele stinkig auf euch. Oh mein Gott, ihr macht es mir wirklich schwer, euch zu mögen gerade. Ich mag dieses ganze Team nämlich wirklich eigentlich sehr, sehr, sehr gerne. Aber das ist halt einfach nur noch lächerlich. Eine YouTuberin mit 12.000 Abonnenten recherchiert stabiler und ausführlicher als ihr und führt euch komplett an der Nase lang. Gute Arbeit, Catsplay. Wirklich top gemacht. Ich bin immer wieder fasziniert davon, dass ein riesiges Team eines öffentlich-rechtlichen Formats so gegen eine Einzelperson mit quasi null Budget abstinkt. Übrigens, Unbubble hat sich auch für Spyro gerechtfertigt. Um das Thema Männlichkeit in all seinen mitunter auch problematischen Facetten zu diskutieren, sehen wir auch Spiros Position als wichtigen Teil der Diskussionsrunde. Andrew Tates Köcker digital zu inhalieren und des Grauens für ihn zimten. Wie weibliche WWE-Fans für Rhea Ripley ist also eine wichtige Position, die öffentlich-rechtlich vor 500.000 Menschen debattiert werden muss. Also ihr habt doch eine Schraube locker. Apropos, habt ihr euch eigentlich mal angeschaut, was Marie so für ein Zeug von sich gibt? Kennt ihr ihren Content? ZDF kannte ihn und dachte sich,
Das is it. Marie macht ihrem Studiengang nämlich wirklich alle Ehre. In ihrem Kopf bestehen die Psychologie und die Bedürfnisse von jedem Mann. Von jedem. Nicht von ein paar, von jedem einzelnen Mann. Nur aus Fifi, weil es keine Asexuellen gibt. Fressi, Fressi und Spaßi, Spaßi. Kein Scheiß. Cat's Play hat das für uns wirklich top aufgearbeitet. Um ihr so ein bisschen mehr Reichweite und Plattform zu geben, präsentiere ich euch jetzt mal zwei wahrlich spannende Takes von Marie, die von ihr bearbeitet wurden. Lasst uns doch einfach mal dem wandelnden Dosenöffner von Wolfgang für 2 Minuten zuhören. Die Männlichkeit ist ja in eine richtige Krise geraten. Aufgrund des Feminismus. Was wünscht sich jetzt aber eigentlich so ein Mann? Ein Mann wünscht sich, dass seine Frau mit ihm schläft. Er wünscht sich etwas zum Essen. Und er wünscht sich, dass er seinen Hobbys nachgehen kann. Eigentlich total einfach, wenn man so einen Mann mal verstanden hat. Super logisch. Ja, und warum sollten Männer auch eine kompliziertere Psyche als das haben? Bei denen geht es nur um Sex, Essen und, keine Ahnung, Spaß. Probleme und Sorgen, das kann ein Mann ja quasi gar nicht haben. Besonders dann nicht, wenn der immense Druck zu leisten immer auf ihm liegt. Deswegen sind Männer ja auch nicht überproportional von Dingen wie Suizid, Obdachlosigkeit und Gewalt betroffen. Oh fuck, warte, sind sie doch? Generell sind die Reels von Marie Morgan aber nicht von Wissenschaftlichkeit geprägt. Quellen findet man für ihre tiefgreifenden Analysen über die Geschlechterrollen auch nicht. Dafür aber extrem viele Verallgemeinerungen, wie zum Beispiel in diesem Reel hier. Warum haben eigentlich viele Paare, wenn sie dann mal gesettelt sind, mit Haus und allem drum und dran, ziemlich viele Probleme? Das erklärte Ziel einer jeden Frau ist, ein Nest zu bauen. Jede Frau will ein Nest bauen. Das ist ein ungeschriebenes Naturgesetz. Trotz Female Empowerment, jede Frau sucht ein Nest und will ein Nest bauen. Wenn sie dann mal dieses Nest gebaut hat, dann ist ihr erklärtes Ziel, den Mann zu verändern. Der Versuch, einen Mann ändern zu wollen, der scheitert kläglich. Statements wie, jede Frau hat das Ziel und das ist ein ungeschriebenes Naturgesetz, die findet man bei ihr zuhauf. Ja, aber wenn es doch ein Naturgesetz ist, warum hat es niemand aufgeschrieben, Marie? Ich wiederhole nochmal. Das ist der Content, der ZDF davon überzeugt hat, dass diese Dame eine Bereicherung für 13 Fragen ist. Falls ihr euch jetzt denkt, ja, das war halt einfach eine Blutgrätsche auf matschigen Bullshit-Rasen. Nein, das ist repräsentativ für Frau Morgan. Take 2, Film ab. Und teilweise macht Marie wirklich richtig, richtig weirde Theorien auf, wo man so richtig irgendwie so einen unterbrodelnden Hass oder eine Wut merkt. Männer gehen ja meistens früher ins Bett als ihre Partnerin oder wenn ihre Partnerin schon schläft. Und der Grund hierfür ist eigentlich total simpel. Würde der Mann mit der Frau abends gemeinsam ins Bett gehen, könnte er sich ja nicht mehr wehren. Er wäre gefangen in seiner Unterhose im Schlafzimmer und könnte keinen Diskussionen mehr entkommen. Denn sobald eine Frau mit einem Mann ins Bett geht, ja, da geht es nicht zur schönsten Nebensache der Welt. Nein, da wird diskutiert. Da wird über den Arbeitstag diskutiert, über den Urlaub diskutiert, über den vergangenen Urlaub diskutiert. Es wird über alles diskutiert. Hauptsache, es wird diskutiert. Und der Mann? Der will gar nicht diskutieren. Der will doch da einfach nur liegen und schlafen. Und der wüsste aber gar nicht, wohin mit seiner Unterhose. Der hat ja keine Exit-Strategie. Und deswegen gehen Männer immer vor ihrer Partnerin oder nach ihrer Partnerin ins Bett. Brudi, bitte was? Erstens, warum klingst du so wütend? Zweitens, hat irgendeine dieser Behauptungen irgendeine Grundlage? Liebe Männer, bitte kommentiert es einmal unten, was ihr dazu sagt. Drittens, der Mann kann sich nicht wehren und sitzt in seiner Unterhose gefangen im Schlafzimmer. Wo kommt diese Formulierung her? Was passiert da in ihrem Kopf? Das ist... Okay, Real Talk, es gibt natürlich sicherlich Frauen, die viel diskutieren oder viel meckern. Und das kann natürlich in einer Beziehung unangenehm sein. Aber schon mal daran gedacht, dass es vielleicht auch Frauen gibt, die das nicht mit dem Ziel machen zu diskutieren, sondern dass sie ihr Leben mit ihrem Partner teilen möchten und dass es auch Männer gibt, die das durchaus gerne ebenfalls mit ihrer Frau machen. Mal Real Talk, wenn du deinen Partner so wenig leiden kannst, dass du abends gezielt früher oder später ins Bett gehst, um mit dieser Person nicht mehr reden zu müssen, dann trenn dich oder such dir Hilfe. Das ist nicht normal. Danke an Catsplay. Sie ist wie gesagt unten verlinkt und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ihrem Kanal mal einen Besuch abstattet. 12.000 Abonnenten sind für diese massive Recherchequalität, die dort an den Tag gelegt wird, wirklich einfach zu wenig. Absolut High Quality und ZDF könnte sich davon auch gerne mal 3 Scheiben abschneiden. Im Vergleich zu ihr war das nämlich wirklich eine absolute Blamage. Übrigens, ich sage es nochmal, ich halte es für sehr sinnvoll zu debattieren und ich finde es auch gut, wenn Positionen debattiert werden, denen ich mal so gar nicht zustimme. Das ist wichtig und richtig, aber wie gesagt, wie sinnvoll ist es, eine Person, die finanzielles Interesse daran hat, ihre Position auf Krampf zu halten, dazu einzuladen, an einer Debatte teilzunehmen, dessen Ziel es ist, dass man seine Position verlässt. Das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Da könnt ihr euch auch gleich Alexander Raue dahinsetzen und eine Diskussionsfolge über Annalena Baerbock machen. Das hat genauso viel Sinn. Das Video von Cat's Play über Unbubble und Marie geht 30 Minuten, falls ihr noch mehr zu dem Thema sehen wollt. Ihr wisst, was zu tun ist. Ebenso, wie gesagt, sind unten die Videos von Stay und Tilted Floste verlinkt. Ich würde sagen, damit sind wir erstmal durch mit dem Thema und ich habe soweit, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte.
Hoffe ich. Bitte lass einfach alles gesagt sein. Es reicht mir langsam mit dem Thema. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Als Dank dafür, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, hier der Code E0FDN84GTXLBG6Y8. Wie gesagt, nochmal ganz kurz. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr so aktiv supportet, so viele Likes gebt, Kommentare schreibt, generell meine Videos teilt und einfach so dieser Support, der ist im Moment so riesig. Und auch mal kurz Danke an die ganzen Reaction-Leute. So, ich ziehe mir eigentlich fast jede Reaction auf meine Videos rein. Und ja, was soll ich sagen? Danke, weil das ist halt auch Plattform für mich und das freut mich. Liebe geht auf jeden Fall raus an alle. Wir hören uns im nächsten Video. Diesen Monat werden übrigens mehr Videos kommen als sonst, weil ich noch einige Placements habe, die ich abarbeiten muss. Win-win, würde ich sagen.